Ich unterbreche ungern die Zwischendebatte. Sehr geehrter Herr Stadtverordneter, Vorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Ich denke, wir müssen uns einfach ja auch klar machen, wenn man sagt, die Debatte ist hitzig. Ich habe nichts gegen hitzige Debatten, aber ich glaube, der Kern dahinter, warum das so hochkocht, selbst wenn irgendwie alle sagen, man hat gemeinsame Interessen, den bitte ich einfach, die Koalition ernst zu nehmen, weil es einfach aus den Bedenken und der Erfahrung herauskommt, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, wo es Versprechen gab, die nicht eingehalten wurden oder Papiere verabschiedet wurden ohne eine Umsetzung. Wenn sich das mit diesem Antrag ändert, sind, glaube ich, alle zufrieden. Aber Herr Hartmann, wenn Sie sich dann wieder hinstellen und sagen, wir haben getan, dann ist das genau dieses Proklamieren von dem weiter so. Dass die GWG Pro jetzt die Kapazitäten für die Eisfläche nutzt, ist jetzt nicht die ökologische Maßnahme. Dass die Schulen saniert werden, ist gut, aber das geht alles in dem Tempo so langsam. Manchmal ist es auch richtig zu sagen, was nicht gut gelaufen ist und das jetzt einfach auch anders zu machen, wo man jetzt was anderes machen will. Ein anderes Beispiel ist ja diese Klimabroschüre, die vor den Sommerferien jetzt schnell aufgelegt worden ist, wo irgendwie auf 15 Seiten, ja, ich weiß gar nicht, Sie können sich selber angucken, viel steht da nicht drinnen, außer dass es mal Schulungen geben wird, dass was getan werden muss und da ist schon die ganze Richtung nur noch Anpassung. Und wir müssen uns einerseits natürlich darüber unterhalten, wie passt man sich an, weil der Klimawandel, die Klimakatastrophe ist ja schon in vollem Gange. Natürlich auch, wie bekämpfen wir tatsächlich Ursachen? Und da ist es auch nicht so, dass man dann irgendwie globales Problem, das spielt schon Deutschland auch eine besondere Rolle, dass der Klimawandel in andere Länder besonders stark trifft. Das darf man dann auch nicht aus dem Blick verlieren, wie da die globalen Zusammenhänge sind und an welcher Rolle da auch Deutschland spielt oder eben auch Konzerne. Von daher, wenn dann auch gesagt wird, irgendwie gemeinsame Interessen, wenn wir tatsächlich was verändern wollen, werden wir auch da nicht weiter sagen, Ökonomie, Ökologie in Einklang, das sind einfach verschiedene Interessen da, die man dann auch, da kann man ja nicht weiter einfach nur hinter der Autoindustrie herrennen. Und ein letzter Punkt, weil jetzt öfters auch gesagt wurden, eben wir machen ja was, oder die CDU und die Grünen sagen dann, aber auf Landesebene machen wir was, Hessen steht da mit am letzten Platz beim Klimaschutz im Bundesländervergleich. Und wenn man dann das Seniorenticket, das ich gut finde, dass es ab 1.1. eingeführt wird, aber das ist doch genauso ein Beispiel, wo es nicht gelingt, Soziales und Ökologisches in Einklang zu bringen, weil mehr Gruppen dieses Ticket bekommen, aber wer es noch nicht hat, sind gerade die, die vom Jobcenter abhängig sind. Die sind die Aufstocker, die mit wenig, die arbeiten und kein Geld verdienen. Da ist ja in Kassel auch noch das Teilhabeticket, die Sozialkarte in Bearbeitung und da hoffe ich, dass auch dieses Jahr noch was kommt.